So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun sind wir ja in dem schönen Damm hier Jetzt mit diesen Turbinen bei versuchen. unserem Bruder und Wir sind möchten eine Woche hier, aber die mir Dinger reicht's hier schon. starten. Hallo. Ich habe da was für dich. Darf ich? Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Achso, da geht's lang. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Brudi. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Unsere Tochter. Nimm du es. Sicher? Ich Ich meine. sagte, nimm es. Er kommt wohl nicht Okay. ganz klar mit. Ist aber auch schwer, Ich bewahre es für dich wenn man auf. seine Tochter Tommy, verliert. ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, Ja. okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Sollen wir nicht die Generatoren Komm anwerfen mit. oder so? War da nicht irgendwie was? Geht gar nicht an hier. Da rein. Ah. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als Okay. 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Aber Das wir ist tun was es. unter. Gibt's Wasser? Ist da. Was macht ihr zu eurem Wir Schutz? verstecken Die Erwachsenen bleiben. bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Und vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Oh, da liegt was. Oh. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. So. Weiter geht's. Warning. Alles klar. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk Oh, zum Laufen. gleich mal. Wir glauben, es klappt diesmal. Erstmal alles einsacken hier, was Glaubst du geht. es nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Rauchbomben müssen bitte. nur noch die Platte aufsetzen. Hör nein. Ist gut. So. Ja, was? Okay. Ja, was können wir herstellen? Medikits. Sehr wichtig. Heute hat ewig keinen. So. Noch irgendwas? Nö, das passt. So, gehen wir weiter. Warum habe ich eigentlich keine Schrotmunition mehr? Das war noch das Beste. Okay, das ist gut. Langsam. Na, Jungs. Was geht? Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Ist ihr fertig? Okay, und das war's. Fertig. Mach schon, drück drauf. Es geht los. Ich geh mal lieber ein bisschen weg. Ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden genau. Wir. Redet mal. Ich glaube, es geht los. Bin nur am Labern hier. Alte Labertasche. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder.
Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Richtig. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, oh, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Ja. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfach Ausrüstung. Und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Die haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Stell dich nicht so dran. Kommt schon. Hilf doch mal am alten Knacker. Du willst Ausrüstung. Klar. Gut. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. Oh. So dankst du mir also alles, ha? Huh? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? So sind sie, die wir kleinen sind nicht Brüder. Zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich Bockig. Enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Doch, nicht schon wieder ein Angriff. Kann man nicht mal in Ruhe mit seinem Bruder sich prügeln? Mist, Räuber! Haltet sie auf! Lass sie nicht ins Gebäude! Bösere ist das gut. Ich weiß, was man. Auch ein Angriff von normalen Leuten. Ja, wo sind sie denn? Da oben. Oh Mann. Jetzt vielleicht die normale doch etwas praktischer. Leben geschossen. Schau mal, Zombie mal. Nein, perfekt, komm, komm. Munition, Munition! Noch zwei Kugeln. Was will ich? So, mal langsam da hoch. Mache den Jungs da oben ein bisschen Druck. Scheiße! Sind da noch mehr? Aber warum hat denn eigentlich keiner von denen Munition? Das gibt's doch nicht. Warte, hört auf mich da reinzutreten. So. Ist da hinten? War das gerade eben einer von uns da hinten? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Munition, Munition.
Ja. Könnt ihr etwas sehen? Da sind sie. Los, schnell zur Brücke. Räuber, sie kommen ins Gebäude. Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen für euch. Bleibt hier. Medikit? Ja, was da alles rumfliegt. Räuber kommen ins Gebäude, das ist natürlich scheiße. Vielleicht sollte ich mal... Lass mal die Waffen nachladen. Jetzt mal in Deckung gehen. Den alten... Scharfschützen-Revolver benutzen. Komm, den kriege ich. Da, das hätte wirklich nicht die Tür zu machen. Ich wurde getroffen. Ein hässlicher Schleifschuss. So. Gehen wir vorwärts. Ah, da bist du, ja. Genau so läuft das. Geh ab. Das ist halt blöd, dass das kein Sonnenmagazin ist. Immer nur ein Schuss. Ist der Typ eigentlich auch immer noch oder? Jetzt hat er so geklingelt. Diesmal kann es nicht mein Nachbar sein, weil ihm habe ich Bescheid gesagt, dass ich aufhöre. Ich tippe mal, dass es vermutlich meine Schwägerin in Spee sein wird. So, richtig geil. So, haben wir irgendwie den Bogen. Nehmen wir den Bogen. Ach ne, bringt den Bogen mit uns. Das Herz gewesen war. So. Gib mir Deckung, geh ran! Ui, ui, ui. Verdammt! Au. Au. Tut der mich das ernsthaft verprügeln hier unten? Lass meinen Bruder! Genau. Da unten rum? Nein, da durch die Tür. Gebt mir Deckung, Leute. Wir müssen zu den Frauen! Ich bin schon da. Joel! Jetzt mach schon! Wow, das ist der Gegner, Alter. Scheiße. Es ist vorbei. Schnapp dich. Da hab ich ja gar nicht. Ich hab nicht gedacht, weil die so ruhig da rumstehen. Der Hit hat nicht leer ausgehend, aber chillt. So. Klapp angeschossen. Das ist nicht cool. Gar nicht cool, so. Jagdgewehr-Munition. Was ist? Klären wir diesen Bereich hier noch? Ui. Ah, noch mehr Jagdmunition. Ja. Und eine Stange. So, wo sind sie? Ich sehe gar niemanden. Wuhu! So, da war definitiv einer.
alte Sau. Tommy? Maria! Alles okay? Die Kleine ist hier. Ja, ja. Das war verdammt knapp. Ah, okay. Bist du okay? Audit, haben wir es geschafft? Ja, ja, alles klar, alles klar. Das ist natürlich klasse. Oh Mann. Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Ja, das frage ich mich auch. Das Ganze, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge an, über was sie da reden. Bis dahin, macht's gut und haut rein.